Herzlich willkommen, ich hatte den Marsch. Dann auch in den Waldteppich und ein paar Bäume sind noch weg. Dass wir jetzt in den Sägewerk entsprechend füttern mit Holz. Dass wir da ein bisschen Reserve haben. Anführungszeichen. Wenn wir hier einzeln sind. Was ja noch ein bisschen dauern wird, aber wir müssen auch ein bisschen hinarbeiten. Ne? Das bevor ein Holz haben wir nicht. Und wir würden sehen, dass wir da einen kleinen Polster schaffen für die Zeit. Oder eher eine Möglichkeit hier. Wenn es nicht ganz so sein soll, ja, wir arbeiten können wir nicht. Ne? Hier könnte man ja auf Eis umsteuern, aber kommen wir nicht vor. So, mal Stück für Stück. Pflanzen wollten wir nicht auch noch. In diesem Jahr. Das ist voll kräftig. Also, ja. Also morgens früh wir schauen am Tieren, wenn wir gleich mal zum Mut fahren, die Tiere alle fahren. So, wie man sehen kann, die Temperaturen, wenn man nicht mehr weiß. Also, theoretisch, 5 Grad geht wohl alles, außer der Baumwolle geht es nicht so gut. Aber Soja, Mais, etwa 10. So, ist aber schon eine Pflanze von KI. Ja. Wir haben aktuell 7 Bodentemperatur. Also, jetzt gucken wir die Tiere. Tiere sicher. Die Tiere sollten immer gut versorgt sein, das heißt, sie sollten Futter und Wasser haben. Die Möglichkeit sollen sie nicht ertrinken. Vor allem, falls das passt. Stroh haben wir aktuell die Tiere nicht. Das hätte ich mal kaufen können, aber nur ist egal, wir warten immer eine Weile. Da haben wir Gülle, Gülle haben wir schon viel. Zwei haben wir hier Gülle. Sind doch kleiner. Das ist nur 2, das ist nur 3, das ist nur 3. Da wollten wir noch einen Stall kaufen. Da schön Schweinestall. Tierhaltung. Der hat nicht so funktioniert wie ich dachte. Und sonst muss man noch schauen nach einem Mod wegen Schweinestall. Diese passen optisch hier nicht rein. Daher den Stall haben wir aktuell. Könnte ich mir auch vorstellen, noch einen zweiten Hund zu kaufen. Ansonsten müssen wir mal gucken, bei Castor, der hat auch noch Ställe. Schweineställe. Und sobald wir die Fäkel haben, möchte ich eigentlich Tiere sortieren. Die Schweine, die sogenannten Sauen, möchte ich gerne einen separaten Stall halten. Das ist wird ja allgemein so gemacht, ne? Nachdem die Ferkel ausgewachsen sind, also wenn sie entwöhnt werden, theoretisch, kommen die separat boxen, damit die Sauen wieder beziehungsweise damit sie bald wieder in die Tür kommen. Klar, also nicht. Ich brauche das Geld damit, ne? Ja, das ist super.
Das will ich mal testen, ob wir die Schweine entsprechend im frühen Zeitraum in den Tierenhänge ausgeladen bekommen. Natürlich. Und dann die Schweine nach einer gewissen Zeit, wenn sie wieder zurück sein kann. 100-150 Kilogramm. Wenn man den Stall entsprechend komplett leer macht. Und dann die Tiere dann verkauft. Aktuell habe ich noch keinen Stall, keinen Schlachthof. Aber den gibt es bereits. Muss ja nur dann gekauft werden. Sicherlich kein Problem mehr sollte. Dann können wir auch Geld verdienen mit später für Fleisch und Wurst. Aber das ist ein typischer Sieg. Zuerst denke ich mal, jetzt kommt die Ernte. Die ersten Pfeffer kommen ja 0,2 Jahre. Das heißt, ja, kurz nach dem Sommer ist das soweit. Ich weiß ja nicht, ob die mit dem Gewicht geboren werden. Also normalerweise ist der Pfeffer nicht schwer. Mal schauen. Genau, mit dem Teller bin ich grün. Hier haben sie um die 50 Kilo haben sie, glaube ich, nicht. Wenn die kleinen Kosten gerade mal geboren sind. Unterschiedlich, also wenn die Kostüme nicht mehr an der Reife gibt, die halt überall so gibt. Ne? Aber da ich sie ertragen konnte, werden die keine 50 Kilo haben. Aber grob in der Richtung. Die Pferde sind auch noch kleiner, die sind ja ungefähr. Ich keine Ahnung. Das war so 15 Kilo, wenn wir klein haben. Ich hab die nicht. Ich weiß es nicht genau. Also, ich hab die nie geholt. Ein ausgewachsenes Schwein kostet die Zahlen, ne? Das war logisch, ne? Gibt da ja auch so ein Gewicht, was wir gerne haben wollen. Dann als Schlachter, wenn das Gewicht zu schwer ist, dann ist es zu fett. Und zu fett heißt absolute Richtung Preis, weil fettes Fleisch lässt sich nicht schlecht verkaufen. Beziehungsweise für den Preis. Wo die Tiere eigentlich alle so gezüchtet sind, dass sie eigentlich im Großen und Ganzen gefett werden. Also ich denke, dass aber trotzdem, wenn man längere Zeit länger als üblich lebt, dann ist automatisch das Respekt an, zumal für die Tiere ist das, da sie ja kein richtiges Fell haben, sondern mehr so eine Borsten, damit sie halt nicht frieren, ne? Respektmantel schützt sich und Schulden. Andere Tiere haben Fell. Im Fell Winterfell und so, die Schweine haben ihre Borsten als Schutz, da ist kein Fell in dem Sinne. Das sind schon Haare, aber die halten nicht warm. Also nicht so warm wie normalerweise bei anderen Tieren. Beim Hausschwein ist es eigentlich zum Teil weggezüchtet. Kriegen auch noch Borsten, aber halt nicht so viel wie Wildschwein. Ne? Wildschwein ist halt sogar. Richtig leer von dem ganzen Mann. Bäume, 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 Zeit, 10 Minuten. So, lass uns gucken, was wir hier sagen. Da was es jetzt nicht gibt. Könnte sein. Und dann werden wir ein bisschen wegfahren.
Wenn wir nachts ziemlich viel schneller arbeiten, transportieren, naja, könnte man mal probieren. So, ich wollte es im Hof, ist richtig. Und zwar wollte ich wegfahren. Müssen wir mit der Maus aufpassen, dass die nicht aktiviert ist, wenn ich hinten raus und her gehe. Beziehungsweise wo der Pfeil ist. Sonst gibt es Probleme. Ach, hier wollte ich mal gucken hier. Ob noch dazu gekommen ist. Gar nicht wirklich. Lass mich drehen. Dann werden wir kurz ein bisschen zurückfahren und abhängen und holen Holz. Ich brauche auch nicht mit einer halben Ladung losfahren, das bringt ja auch nichts. Oder eigentlich fast voll sein könnte, theoretisch könnte sein. Aber dann ist ja beim nächsten Mal wieder leer. Und wir müssen für nachts noch ein bisschen auffüllen. Da werden wir mit 30 näher vorarbeiten, vorspulen. Dann der will nicht abladen. Gut, macht nichts. Nimm mit. Ein Opa hat eben die Motorsäge und dann mit klein gesägt und dann per Hand reingeworfen. Aber nur zur Not. Am Inneren Sicht ein bisschen besser. Möchten wir noch ganz kurz an alle bedanken, die immer wieder reinschauen. Freut mich. Immer kommentieren, wenn was anliegen sollte. Ne? Oder wie erster oder zweiter geht auch. Ist okay. So. Meine nächste Sorge ist eigentlich, dass es trocken hier ist und nicht nur bewässern müssen, ne? Oh, schon viel geschafft. Viel Luft gemacht hier. So. Das sind schöne Stämme hier. Die dicken, das ist besonders gut. Oben, rechts fahren wir später. Kommen wir in den Bereich, wo die Stumpen sind. Hat jemand so flach abgesägt, nicht flach genug, sondern so. Mit dem Traktor wäre es ein bisschen leichter. Dolly anhängen und Traktor fahren. Dann wäre das nicht ganz so dramatisch. Weil die eigentlich einen höheren Abstand zum Boden haben. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz näher schauen, wie viel das Holz ungefähr ergibt. Ungefähr. Ich hatte vorhin 100.000 noch gehabt. Ein Sägewerk. Das wird vielleicht ein bisschen verarbeitet worden sein. Um abzuschätzen, was wir noch ungefähr. Ja, dann mal runterfallen. Ich hätte ausmachen können. So, den einen wollen wir noch nehmen. Haben wir nur festgemacht. Ob wir da. Wie viel wir jetzt hinfahren? Ob wir 50.000 ungefähr haben, litermäßig oder was hier geschrieben wird.
Wenn ich so schnell fahren, hier so voll. Brauche ich mir so eine Kipprädern hier, weil ich einen Dreirädern hier wenn man fahren will. Dann können die so gleich umkippen. Winter und mal schauen, wie wir am besten hinkommen. Wenn wir viel Schnee haben wollten, dann sind diese Arbeiten auf der Straße, da liegt Holz. Krieg. Wäre eigentlich sinnvoll, ne? Wenn das hier rumliegt, ist das schlecht. Unsere intelligenten Fahrer, Autodrive und Co. Die erkennt das nicht und fahren drüber und dann landen die irgendwo im Zaun. Das ist schlecht. Nur Ärger, die Kollegen hier. Ja, so ein Silo man aufstellen, ein Silo, ein Fahrsilo. Und dann durchfahren kann. Und damit Crossplay auch schon vollfahren. Und dann selber bisschen verdichten und verteilen. So stelle ich mir das vor. Ein Hexler entsprechend arbeiten und dann zwei Fahrzeuge, die abfahren. Dann müssen wir schauen, wo wir am besten nehmen. Sollte ein starker Faktoren sein, weil die bei dem Silo hochfahren müssen über den Mais. Aber das ist noch nicht so weit, der Mais muss noch wachsen. Das heißt mindestens grün oder mittleren Herbst oder so. Weil ich so gesehen habe, bei einigen Seasons, dass man noch im Januar Getreide ernten kann, das ist ja der größte Blödsinn, der gibt. Schluss. Einfach zu nass, das wird nichts. Als wenn das erntereif wäre, theoretisch, das wäre einfach zu nass. Soll man die Kirche im Dorf lassen? Getreide wird spätestens im frühen Herbst, also allerfrühestens. Also. Normalerweise, wenn er erst beginnt, dann riecht man Stroh. Das heißt, Teil ist geerntet, dann immer so mal da liegt. Also normalerweise Juli ist damit durchgezogen. Ne? Meistens auch früher. So, ich wollte schauen, wie viel da ist, angekommen ist. Und mal schauen, ob wir leer kriegen. Oh, der eine ist auch weg. Das ist gut. Fahren wir ein bisschen, ne? Füße noch gut fahren. So, haben wir geschaut. Wir haben 100.000 waren noch gewesen, jetzt haben wir 86.000, ja. Das sieht gut aus. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Und seid mal gut und gewöhnlich. Ciao. Und heute sieht es ganz live zur nächsten Folge. Und dann bye bye. Tschüss.